Also, Bregelsaum, ich weiß nicht, wer ihr seid, aber wenn ihr weiter so mit meinem Bruder redet, dann trete ich euch da vorne diesen Abhang runter. Ihr werdet ihn mit Respekt ansprechen oder ihr werdet schweigen. Also. Lass gut sein, Raffi. Er hat das Licht Albuins einfach noch nicht gesehen. Er Also, wird es so eines hat er Tages nicht mit sehen. dir zu reden. So redet niemand mit meinen Brüdern. Ich muss ja sagen, ja, allein ist manchmal ganz schön anstrengend und ein bisschen verbissen und hin und wieder auch verbohrt, aber er ist doch im Grunde seines Herzens ein guter Mensch. Ich meine, er hat immerhin meinen Kopf aus der Schlinge, also tatsächlich im übertragenen Sinne, aber er hat viel Geld in die Hand genommen, um meinen Kopf zu retten. Also, ich bin ihm zu Dank verpflichtet. Hätte er nicht machen müssen, hat er aber gemacht. Zudem bin ich mir nicht sicher, ob ihre Wut seid, über ihn zu richten. Ihr Bruder seid. beugt sich zu Boltax runter und meint zu ihm: Scheint euer Freund Abelmir ist nicht der Einzige mit einer bewegten Vergangenheit. Oh, das kann gut sein. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Wissen daran, ja, nun, unter seiner Hand hat er tatsächlich so eine komische, schwarz verkrustete. Also, das ist mir schon immer ein bisschen merkwürdig vorgekommen, aber er hat mir nie gesagt, dass das irgendwie ein Problem ist. Also habe ich ihn nicht drauf angesprochen. Prägelsam, lasst uns nicht streiten. Warum reiten wir nicht beide zum Erhabenen? Und Wir da gehen brauchen wir sehen. nicht drüber streiten. Albuin gehört verbrannt und ihr gehört geköpft, mindestens dafür, dass ihr euch ihm angeschlossen habt. Der ungerechtfertigte Angriff auf Auralet, das Stehlen von heiligen Artefakten. Wir haben Wie keine wollt ihr Artefakte. Die das? Artefakte wurden nicht gestohlen, sie wurden befreit. Ach, das ist nicht das, was in der Stadt des Lichts geredet wird. Triodan, diese Helden haben in meinem Auftrag gehandelt. Dieses Gespräch könnt ihr ein anderes Mal fortsetzen. Ihr entfernt euch jetzt. Aber ich. Er steht dort und schaut beinahe ungläubig zum Ihr Schwerter. gehört nicht meiner Kirche an und dennoch habe ich hier aktuell die Weisungsbefugnis. Ihr verschwindet jetzt von hier, auch wenn ihr in Bregelsaum seid und eure Verwandten als Markgrafen hier eingesetzt seid. Aber ihr verschwindet jetzt und setzt dieses Gespräch ein anderes Mal fort. Meinetwegen in Gareth, aber nicht hier. Zurück nach Kernyx-Weber, wo ihr hingehört. Er schaut in der Runde herum, schaut das Schwert der Schwerter an, nimmt sein Schwert und bricht es über dem Knie entzwei und schmeißt es vor Yalan hin, dreht sich auf dem Absatz um und geht davon. Ihr versteht es wirklich, euch Freunde zu machen. Er wird erkennen. Er hat Glück, dass er nicht in der Grube liegt. Solche Zeiten des Umbruchs sind für alle schwer. Wiederum, er wird erkennen. Ja, nein, aber jetzt mal im Ernst. Also, dieser Albuin, das war doch der mit der goldenen Maske, den wir da in dieser Zollstation getroffen hatten, ne? Der ist es in der Tat gewesen, ja. Ja, und ihr fandet wirklich, dass der sich angehört hat, als er gesprochen hat, als hätten da Greifen gesungen? Das war doch. Also, er hat ganz normal gesprochen. Albuin muss sich sehr verändert haben, wenn das stimmt, was ich gehört habe. Er war einst ein guter Freund von mir. Er hat eine höhere Bestimmung gefunden. Nun, das mag sein, aber das Entwenden der Gegenstände aus Auralet war trotzdem nicht rechtens. Nun, dies ist eine kircheninterne Angelegenheit, Iserun. Und ihr sagt, er wäre der Sohn Praios? Er ist so der Sohn Praios, wie Ikuri der Sohn Praios ist. Nur während Ikuri aus einem Funken seiner selbst geschaffen wurde, ist Albuin der Erleuchtete. Albuin Invictus, eine Verquickung seiner göttlichen Seele und einer sterblichen Heiligen. Als solches kann er als Sterblicher unter uns wandeln. Als ich in Zorgan Verbündete gesammelt habe, habe ich auch schon eure Geschichte dort gehört von den Praioten vor Ort. Dass ihr wohl den Funken eines Greifen in euch tragt. Und so wie manche einen minderen göttlichen Funken in sich tragen, trägt er einen der Gottheit selbst in sich. Ist dies denn so schwer zu verstehen? Ist dies denn so schwer zu glauben? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, wir tragen ja alle Isumus-Funken in uns, also. Ich möchte Welche mich dafür Umwälzungen gibt es denn? entschuldigen, dass Priodan hier die Stimme so gegen euch erhoben hat. Das ist nicht rechtens. Wenn die Prioskirche einen Prozess gegen euch anstreben möchte, dann soll sie das ordentlich machen. Oder gegen Albuin von Bregelsaum oder den Erleuchteten, wie ihr ihn jetzt auch nennt. Aber das gehört jetzt nicht hierhin. Wir haben gesiegt. Das ist euch zu verdanken. Euch allen. Ich werde euch, wie ich es eben bereits schon sagte, weil ihr euer Leben für die Rondra-Kirche und für das Mittelreich in die Waagschale geworfen habt,
mit der gelben Schärpe auszeichnen. Ja, haben halt. Sie nickt euch zu. Seid wie gesagt bedankt. Ruht euch aus. Ihr seid sicherlich von den Tagen in dieser Düsternis und der Schwärze gezeichnet. Die restlichen Kämpfe können wir ohne euch austragen. Hab Dank. Wir werden in der Zwischenzeit für euch beten. Oh, ich hoffe, meine Albträume verschwinden wieder. Oh, das Träumen ist so anstrengend. Weißt du was, Boltax? Wir sollten uns einfach tüchtig beschäftigen. Dann schlafen wir auch besser durch. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Nun, ich denke, die Villa von Raculus ist sehr gut gegen solche Erscheinungen gefeit. Sie hat weiß Schutzsiegel auf, mannigfaltiger Art. Oh, Abelmir, hallo! Ich drehe mich um. Ja, ihr könnt erkennen, wie Trondvik von Bregelsaum jetzt gerade die Serpentinen nach oben läuft. Auch wenn Sorge sein Gesicht zeichnet, freut er sich jetzt wohl gerade, Abelmir wieder zu sehen. Und an seiner Seite könnt ihr einen weiteren Bekannten erkennen, Dankwart vom Finsterkamp, der Ritter, den ihr das erste Mal in der Pastien in der Wildermark aufgegabelt habt. Erfreut euch wiederzusehen. Ihr habt meine Stadt zurückerobert. Danke, Abelmir. Nun ja, ich hatte Hilfe. Er kommt auf dich zu und drückt dich. Ah, ich drück ihn zurück. Ihr kennt ja meine Bekannten sicherlich schon. Ja, bleibt so ein bisschen länger an Sudamin kleben, nickt dir wohl zu, lächelt dir ebenso zu und dann geht sein Blick weiter und dann fällt er über Jala und er zieht so richtig angewidert das Gesicht. Und dreht sich dann von ihm demonstrativ weg, blickt dann wieder auf Abelmir und Sulamin. Gestattet mal, dass ich euch die Dame vorstelle. Sulamin Al-Shabra, habe ich jetzt richtig verstanden? Aber ja, sehr richtig. Eine Raya-Geweihte. Ja, ich habe euch schon erblickt im Herrlager. Ja, ihr seid ja wirklich eine bezaubernde Blume. Ja, übrigens, wie das hier. Wie diese hier. Und dann greift er einmal in er hat so einen dicken, großen, schweren Mantel an. Sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Markgraf, aber verhüllt so ein bisschen seine Gestalt, beziehungsweise jetzt auch, weil er eben in einem Schlachtfeld gestanden hat, auch wenn er selber nicht mitgekämpft hat, holt er wohl eine Blume raus, eine schwarze, es ist keine Rose, es ist eine Morenie. Eine schwarze Morenie, die er hervorholt und die er dann überreicht. Die kommt aus Fasar, oder? Oh, welche außergewöhnliche Blume. Ja, ich komme aus Fasar. Die Blume ist übrigens nach meinem Freund benannt hier. Abelmir. Abelmir Morenes. Zu euren Diensten. Das ist sehr beeindruckend. Er und seine Freunde haben diese Stadt für mich eingenommen. Wo wir gerade bei Blumen sind. Ich muss euch leider unglücklicherweise mitteilen, was diese Echsen für schreckliche Dinge in eurem Garten gemacht haben. Ah, furchtbar. Sie haben das zum Ausbrüten von Eiern benutzt. Konnte da nur durch einen beherzten Eingriff von Feuer dem Herr werden. Aber Asche soll ja ein wunderbarer Dünger sein, nicht wahr? Ach, darum werde ich mich schon wieder kümmern. Er stemmt so ein bisschen seine Hände rechts und links in die Hüften und guckt dann auf diesen großen, klaffenden Riss, das Albtraumschloss, was dahinter eingestürzt liegt und den Urwald, der da wohl auch noch nach oben wuchert. Das werden wir schon alles wieder aufgebaut bekommen. Ach so, ja, und passt bitte auf, in dem Urwald hier rings um uns herum ist gefährliches Jagdgras zu finden. Jalan hatte sich um ein Haar fast damit, das Bein aufgerissen, aber wunderbar. Vielleicht ist es eine neue Kreuzung. Jagdgras. Ihr sollt vorsichtig sein. Genau, ich denke, ihr seid botanisch sehr viel mehr bewandert als wir, aber ich wollte euch nur darauf hinweisen. Aber selbstverständlich, lieber Boltax. Zwinkert ihr dir zu und geht dann an euch vorbei in Richtung von Eilav, um sich da wohl direkt am Spalt mit uns zu unterhalten. Dankwart vom Finsterkamp wird ihn wohl begleiten, nickt euch nur zu mit einem Lächeln, hat euch natürlich auch wieder erkannt, wird wohl jetzt wohl gerade sowas wie eine Leibwache von ihm sein. Ich grüße ihn mal. Oh, Dankwart, ihr seht gut aus. Danke, ihr auch. Ja, und so steht er. Ja, okay. Genau, stehen dann irgendwo
in der Nähe von dem Spalt, von dem Riss, und ihr könnt euch dann alleine unterhalten. Seine Erlaucht, geht's nur mir so, oder habe ich diese Leibwache schon mal irgendwo gesehen? Bin nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich ihn kenne. Ich danke doch, wir trafen ihn in der Wildermark. Ihr wisst schon, dieser Ritter, der seine Frau verloren hat. Genau. Die Geschichte von dem Wald, bevor wir Rohaya trafen. Ah, der. Wie genau ihr Rohaya traft, habt ihr mir damals nicht erzählt. Das ist eine längere Geschichte. Sie hat mit ganz tollen Sachen zu tun. Ah, und am Ende sind wir sogar Xenos begegnet. Ach, war das schön. Nun ja, das war nicht der Clou der Geschichte, aber in der Tat. Ja, jeder hat andere Prioritäten, nicht wahr? Er hat einen sehr schönen Hund. Ja, da musste ich Boltax recht geben. Sagt, bin ich der Einzige, dem es vorkommt, als würde Trautweg langsam alt? Ja, nun, er steckt noch voller Tatenkraft. Er muss eine Stadt aufbauen. Gerade darum mache ich mir Sorgen. Nun, er muss sehr glücklich sein, nach all den Jahren im Exil hierher zurückkehren zu dürfen. In der Tat. Nicht jedem ist es verglückt, seine Heimat zu seinen Lebzeiten wiederzusehen. Und hat er keine Kinder, die ihm bei dieser Aufgabe zur Seite stehen werden? Er hatte zwei Töchter. Wir haben sie umgebracht. Was? Ist eine längere Geschichte. Auch diese können wir euch bei Zeiten erzählen. Er hat, wenn ich mich noch täusche, nicht täusche, noch einen Sohn, aber ich habe lange nichts von ihm gehört. Gut, wenn ihr seine Töchter umgebracht habt, kann ich verstehen, dass er nicht besonders gut auf euch zu sprechen ist, Yalan. Es war notwendig. Hat ihr gesehen, wie er mich angeblickt hat? Ich kann es ihm nicht übel nehmen, aber es muss mir trotzdem nicht gefallen. Aber es ist natürlich auch weder freudvoll noch nutzvoll, ihm die Notwendigkeit der Sache zu erklären. Unverständlich. Wir sollten seinen Schmerz nicht erneut wecken. Ganz recht, Abelmir, ganz recht. Hoffen wir, dass warum wir niemanden, nun, zumindest einen gütigen Herrscher bekommt. Hoffen wir, dass er sich nicht an dem Jagdgras verletzt. Ich schleicht das Gefühl, dass dies die geringste seiner Sorgen sein wird. Und ich denke auch, er wird Schwierigkeiten haben, die Stadt zu versorgen. Er wird lange, lange herrschen müssen, bis diese Stadt wieder in einem vorzeigbaren Zustand ist. Immerhin hat der Himmel aufgeklärt. Die Stadt wird gleich viel freundlicher, selbst wenn sie in Trümmern liegt. Ach, 20 Zwerge, 5 Wochen Zeit und die Stadt steht wieder. Es gibt Wunden, Boltax, die kann man nicht mit Steinen und Mörtel heilen. Das halte ich auch an Städten. Gut. Zeit und Steine und Mörtel heilen fast alle Wunden. Nun, meine Dame, wollt ihr uns vielleicht begleiten zur Villa? Vielleicht könnt ihr uns dann etwas näher über euch erzählen. Sehr gerne. Danke für das Angebot. Ich würde unterwegs vielleicht noch meine Sachen mitnehmen und vielleicht noch ein Wort mit ihrer Erhabenheit wechseln. Wenn ihr noch einen Moment Zeit habt? Natürlich, meine Dame. Ich würde dann neben Ayla von Schattengrund treten. Auf ein Wort, Euer Erhabenheit. Selbstverständlich, Zulamin, sprich offen. Hattet ihr darüber nachgedacht, eine Siegesfeier zu veranstalten, nachdem die Kämpfe zur Ruhe gekommen sind? Hm. Ich weiß, das erscheint nebensächlich, aber ich denke, es könnte helfen, das Grauen, das die Schlacht hinterlässt, zurückzudrängen. Nur eine Schlacht in einem langen Krieg, der entbrannt ist. Aber wenn du möchtest, du hast freie Hand und kannst dieses Fest organisieren, wenn du magst. Ich habe dafür allerdings keinen Kopf. In wenigen Augenblicken werden sicherlich dann auch der Versorgungstross anreisen, mit einigem Nachzug, damit sie dann selbst nicht in die Kämpfe verwickelt werden, aber gegen, ich sag mal, in 2 Stunden werden sicherlich genug Vorräte hier sein, damit du etwas damit machen kannst.
Sehr gerne. Wohin werden sie gebracht werden? Dann könnte man dort... Sicher werden sich ohnehin alle versammeln, denn nach der Schlacht werden sie hungrig sein. Ich werde sagen, sie guckt so ein bisschen zu Trondvik, der nickt dann euch zu, fasst sich so ein bisschen oder streichelt sich so ein bisschen was an den Bauch. Wir werden es auf den Marktplatz bringen lassen. Da ist am meisten Platz, denke ich. Und da sind dann auch keine gefährlichen Kreaturen mehr. Einer nickt. Dann sorgt dafür, dass es auf den Marktplatz gebracht wird. Beziehungsweise ich werde einem Läufer sagen, dass es so angeraubt wird. Ihr werdet euch alles, dort alles finden. Ich danke euch. Ich werde mich darum kümmern. Werdet ihr euch zu uns gesellen, Markgraf? Ja, sicherlich. Ich bin auch gespannt, wann mein Sohn eintrifft zu Budan. Aber ja, ein Fest. Da wird man mich sicherlich auch finden können. Ich kann leider nicht nach drüben auf die andere Seite durch diesen Spalt. Sonst hätte ich mir jetzt schon einmal diesen Urwald und diese Plantage angesehen. Das ist bedauerlich. Aber ich freue mich, dass wir uns später sehen. Gehabt euch wohl. Sie verneigt sich vor Ayla und dem Markgrafen und schließt sich den anderen an. Rein mit euch. Und mit euch. Bevor wir gehen, möchte ich noch die beiden Hälften von Paradans Schwert aufsammeln. Ich muss da tatsächlich eine ganze Menge an Gewalt in diese symbolische Geste gesteckt haben. Es war nicht wirklich schadig, rissig. Vielleicht auch ein göttlicher Streich von Praios, der das Schwert zerbrechen ließ in der Mitte. Seht ihr das, Isarun? Besorgt mich. Verstehe ja, dass manche Albuins Botschaft noch nicht anerkennen wollen. Kann man eine solche Gewalt in seine Verneigung zu legen? Verneinung? Nun ja, vielleicht sollte die Praios-Kirche sich bemühen, etwas mehr Einigkeit zu schaffen. Das ist ja kein haltbarer Zustand, der im Moment herrscht. Das ist es genau, was mich betrübt. Es hat das Potenzial, die Kirche zu spalten. Ich werde mit Albuin sprechen müssen. Schon wieder, ganz genau. Leute meinen gerade, Heliodan wüsste die Sache feinfühlig anzugehen. Ach, ich weiß nicht. Fingerspitzengefühl ist nicht eure Sache. Also, seid mir, das ist nicht böse gemeint, aber ihr seid mir so. Naja. Hau draufs. Es liegt daran, Voltax, dass du bislang zum größten Teil, wie ich das verstehe, mit Mannstrahlern zu tun hattest. Es gibt viele wie Eldan Gorbas, die wesentlich sanfter sind. Der Tatsache, dass sie nicht konstant von den Gefahren und den Furchterregenheiten der Schwarzen Lande umgeben werden. Aha. Ich habe eine Freundin, die wohl bei Verham stationiert ist, Mahira Sabamoshte. Ich glaube, sie wollte sich mal diesen Albuin ansehen. Ich werde mal mit ihr sprechen, ob sie ihn schon getroffen hat. Und dieser Heliodan, wie ist der so? Ist der nett? Nun, er ist ein weiser und gütiger Mann. Nett ist keine Qualität, die einem solchen Menschen beschreiben kann. Ich weiß nicht, wenn ich den Hochkönig hernehme, der ist auch weise und gütig, aber auch nett. Es gab seinerzeit Differenzen in der Interpretation von Praios Willen, die ebenfalls zu einer zeitweisen Kirchenspaltung beitrugen. Aha. Gnädigerweise sandte uns unser allweiser Herr ein Greifen, der seinen Willen ein für alle Mal und unverständlicherweise kundtat. Dies zeigt uns auch, dass der Götterwille nicht immer leicht zu erkennen ist. Ja, dann könnt ihr diesen Greifen nicht einfach nochmal fragen, was jetzt eigentlich mit eurem Albuin ist? Die Greifen sind Praios Instrument. Sie sprechen, wenn er es wünscht und nicht, wenn wir es wollen. Ja, das klingt aber sehr kompliziert. Vielleicht ist es wirklich opportun, eine Pilgerreise ins Greifengras zu unternehmen. Wenn sich die Zeit bietet. Wir werden sehen. Ist das nicht Orkland? In der Tat ist es das. Man sagt, dass diejenigen, die ins Greifengras eindringen, ohne Praios Licht im Herzen zu tragen, in Löwengestalten verwandelt werden. Löwengestalten?
Nun, es kam mir auch immer seltsam vor, aber so sagt man sich. Manch ein Rondrianer würde sagen, es gäbe Schlimmeres. Habt ihr im letzten Orkensturm gekämpft? Ja, nun, es war ein Orkenstürmchen, wenn man sagen soll. Konnten sie vor Tralop halten und der Winter hat den Rest getan. Aber sagt, Zulamin, ihr seid das Fasar? In der Tat. Was bringt euch bis hierher? Der Herzog doch wohl nicht. Tatsächlich schon. Das Schwert der Schwerter rief um Hilfe und Fasar war bisher von den Kämpfen weitgehend verschont geblieben, deswegen fanden sich dort noch vergleichsweise viele Streuter. Man mag sagen, dass es nicht Aufgabe der Geweihten der schönen Göttin ist, in den Krieg zu ziehen. Doch es sind so viele Geweihte gefallen in der letzten Zeit, dass auch die Diener der Raja Ushtama ihre Tempel verlassen. Fasar, ist das nicht eine sehr gefährliche Stadt? Oh, ich habe gehört, da gibt es so ganz, ganz viel, fast wie Zwerge das machen würden. Unterirdische Tunnel und das klang alles schon sehr verheißungsvoll. Wirklich? Ich habe gehört, dass es dort furchtbar viele Türme und Brücken geben soll. Was? Und die Gassen wimmeln von Messerstechern. Aber mir, das war doch die Stadt, aus der Ahmad kam, nicht wahr? Da halten sie Sklaven und nehmen Rauschkraut. Nun ja, Tomega Tyrion herrscht über die Akademie und über Teile der Stadt. Ihr habt ihn schon kennengelernt bei der Schlacht in den Wolken, nicht wahr? Und der war das, der kleine Glatzkopf? Dieser, der uns den Teppich zur Verfügung gestellt hat. Oh, ihr habt Tomega Tyrion getroffen. Nun ja, kurzfristig. Wir hatten nicht so viel Zeit während der Schlacht. Nun, zunächst einmal, ja, ihr habt recht, Marga. Fasar ist eine gefährliche Stadt. Ich denke, ihr könnt es euch ein wenig wie Al-Anfa vorstellen, nur ohne das Meer. Eher im Hochgebirge. Fasar liegt an den Hängen des Raschstuhlswalds. Und was die Zwerge angeht, es gibt tatsächlich auch einige Zwerge in Fasar. Die Erzzwerge sind seit jeher in Fasar ansässig. Aber in den letzten Jahren sieht man auch vermehrt Brillantzwerge. Oh, das klingt ja verheißungsvoll. Das mit den Brillantzwergen wird wohl damit zu tun haben, dass ja der Auszug aus Leugolos stattgefunden hat. Und naja, ich glaube, das führt jetzt zu weit. Aber eine Stadt am Berg ohne Meer mit Tunneln. Fasar ist tatsächlich die älteste Stadt der Menschen auf Aventurien. Aber ihr sagtet gerade Raja Ushtama. Warum nennt ihr sie so? Nun, das ist ihr Name in Fasar. Die rote Schwester. Ihr müsst wissen, der manadestanische Ritus ist ein wenig anders. Ich denke, ihr seid uns wohl willkommen. Wir haben gerade einen Rayani nicht verloren, er ist einfach verschwunden. Oh, das ist sehr bedauerlich. Wir sollten bei Gelegenheit schauen, ob wir ihn irgendwo auftreiben können. Ich hab den Söldnern gesagt, sie sollen ihn suchen. Aber es sind nicht mehr viele übrig. Wie viele genau? Es kommt darauf an, wie viele noch gestorben sind. Die Bauern sind fast vollständig aufgerieben worden. Weißer. Die er losgeschickt hat, um diesen Bienenkönig. Alles zerstochen und verbrannt. Kannst vergessen. Ich hab noch gesagt, er soll die Beine in die Hand nehmen. Ich hab Koreaner dann auch gesagt, er soll die Bauern hinten halten. Haben wir, aber wir brauchten Männer. Wir hatten Lücken. Ja, die Arschlöcher sind da durchgebrochen. Konnten sie nur zweimal zurückhalten. Also muss man sich Sorgen um meinen Bruder machen. Das würde ich so nicht sagen. Er ist ein flinker Junge. Wir haben seit Tagen vor dem Sturm auf die Stadt schon nichts von ihm gehört. Ja. Es besteht die gute Wahrscheinlichkeit, dass er es geschafft hat, sich in Deckung zu bringen. Ja, bestimmt. Vielleicht ist auch einfach wieder irgendwas mit seinem Schatten oder so. Seinem Schatten? Ach ja, er hatte seinen Schatten verloren. Heutags. Ja. Das sagt man Fremden nicht.
Aber es ist doch ihr Bruder. Und nun, wir sind aber da. Denke, das ist die Wille von Markolos. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall für sein Wohlergehen beten. Ist wohl. Ich hätte dann irgendwann irgendwo unterwegs auch meine Sachen aufgesammelt. Ich nehme an, ich habe die bei irgendwelchen Rondrianern oder so gelassen. Soldaten, Tross. Ja. Und sehe ich das richtig, dass wir mit dem Haus relativ nah an dem Marktplatz sind, von dem die Rede war? Ja, doch. In einiger weniger Entfernung könntet ihr dann über die Wahlschlachtergasse zum Marktplatz aufschließen.